Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Irgendwie ist das komisch, oder? Ungewohnt, seltsam, weil jetzt gerade bist du in meiner Wohnung, aber ich bin nicht da. Das Ganze klingt eigentlich relativ gruselig, wenn man nach der österreichischen Post gehen würde, klingt es aber in Wirklichkeit auch irgendwie nach der Zukunft. Und das ist tatsächlich etwas, über das ich heute sprechen möchte. Und grundsätzlich möchte ich tatsächlich sagen, dass ich nicht prinzipiell alles, das von der österreichischen Post geht, schlecht finden möchte, mir aber oftmals leider einfach nichts anderes überbleibt. Grundsätzlich bin ich jemand, der Innovation in jedem Bereich absolut befürwortet und es vor allem toll findet, wenn ein rückschrittliches Unternehmen wie die österreichische Post einmal einen Vorstoß macht und einmal tatsächlich schaut, die Zukunft mitzugestalten und für Kunden tatsächlich eine neue, verbesserte Erfahrung zu liefern. Und das hat die österreichische Post auch wirklich ganz dringend notwendig. Aber das, was jetzt tatsächlich von dem Postvorstand als Idee gekommen ist, um die Postzustellung in der Zukunft zu vereinfachen und zu verbessern, ist tatsächlich etwas, das für mich dermaßen absurd ist, dass es eigentlich schon eher in den Bereich der Science Fiction einzuordnen ist, beziehungsweise für mich, und es heißt was, so ziemlich die dümmste Idee und das dümmste Konzept ist, das ich seit langem gehört habe. Und in diesem Video möchte ich das Ganze jetzt einmal mit euch durchgehen, möchte euch ein paar Fakten präsentieren, was es damit auf sich hat und dann halt grundsätzlich meine Meinung zu sagen. Falls sich irgendjemand mit einem der genannten und angesprochenen Themen besser auskennt als ich, freue ich mich selbstverständlich über andere Denkanstöße, Ideen, Korrekturen, weiterleitende Informationen und so weiter. Für diejenigen, die sich überhaupt nicht auskennen, ich habe vor ein paar Tagen in der österreichischen Tageszeitung Der Standard, mittlerweile haben auch einige andere Tageszeitungen darüber berichtet, ein Konzept von der österreichischen Post gelesen, nämlich die sogenannte Vorzimmer. Zustellung. Das soll quasi als Weiterentwicklung für die Postempfangsboxen oder so weiter gelten. Da können dann nämlich die Postboten tatsächlich in eure Wohnung hinein. Das aber natürlich nur mit eurem Einverständnis, mit dem ausdrücklichen Einverständnis ermöglicht, wird das von der Firma Nuki, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, das ist nicht nur der eine wundervolle Science-Fiction-Film, der soll es quasi IT-Knockoff dargestellt wurde, sondern ist auch eine Sicherheitsfirma, die sich auf smarte Türschlösser spezialisiert hat und eben in Zusammenarbeit mit Nuki sollen Türen auf ein smartes Türschloss umgerüstet werden. Der Postzusteller hat dann eben quasi auf seinem Smartphone die Gelegenheit, diese Tür zu öffnen, kann dann das Paket tatsächlich direkt ins Vorzimmer eurer Wohnung stellen und für diejenigen, die wollen, können in Zusammenarbeit mit A1 ebenfalls noch eine Überwachungskamera installieren und so weiter. Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Grundsätzlich einmal die Frage, warum muss man ein derartig schwieriges Konzept umsetzen, wenn man doch tatsächlich die Zustellungsgenauigkeit der Post damit einfach verbessern könnte, bei den größeren Wohngebäuden mehr von diesen gelben Postempfangsboxen unterzubringen. Damit hätte man das Problem auch schon einmal aus dem Weg geschafft. Aber für mich ist jetzt einmal abgesehen von der absoluten Undenkbarkeit, dass ich fremde Leute in meine Wohnung lassen würde, vor allem dann, wenn ich nicht zu Hause bin, ist das irgendwie ein relativ absurdes Szenario. Ich meine, schön, dass man die Überwachungskamera installieren kann, dann hat man vielleicht aber wiederum das ein oder andere Datenschutzproblem, weil wenn diese Überwachungskamera dann vielleicht Daten ins Internet stellt, wer weiß, ob dann nicht irgendjemand unbefugterweise auf diese Daten zugreifen kann, vor allem wie das Ganze dann operiert. Aber ich möchte jetzt tatsächlich von ein paar anderen Seiten auf dieses Problem schauen und ich möchte aber eine Seite grundsätzlich
auslassen bei der Geschichte. Ich möchte jetzt nicht davon ausgehen, dass dann eben irgendein eingespannter Zusteller in der Wohnung randaliert, ins Vorzimmer scheißt, Dinge stiehlt, sonstige Sachen macht. Das möchte ich in diesem Fall von überhaupt keinem Zusteller auch nur ansatzweise annehmen, aber ich halte die Idee trotzdem für relativ bescheuert. Der Vorstand übrigens für Paket und Logistik bei der österreichischen Post namens Peter Umundum hat eben laut dem Artikel vom Standard gesagt, dass die Post bereits 95% aller Pakete beim ersten Versuch zugestellt wurden. Das heißt, die anderen 5 kommen alle zu mir. Aber möchte halt eben trotzdem den Kampf gegen den gelben Zettel weiter vorantreiben und damit wäre eben diese Vorzimmerzustellung eine interessante neue Idee. Damit würde der Postbote dann wie gewohnt einmal anklingeln und wenn dann eben niemand aufmacht, kann er eben mit seinem Smartphone die Tür aufsperren und kann dann das Paket, da wird quasi eine eigene gelbe Matte im Vorzimmer hinterlegt, wo dann eben dieses Paket draufgestellt werden kann. Jetzt hat er dann auch noch gesagt, er ist relativ zuversichtlich, weil die Post ein hohes Grundvertrauen in der österreichischen Bevölkerung genießt. Ich glaube, das Zitat schicke ich einfach direkt an Comedy Central, das gefällt mir relativ gut. Der Gründer von Nuki Home Solutions, Martin Pansy, hat auch gesagt, dass man sich natürlich die Frage stellen muss, wem man vertraut und den Zugriff gibt. Und viele Österreicher würden ihre Postboten ja auch persönlich kennen. Das ist natürlich eine Geschichte, die vor allem am Land durchaus Gültigkeit hat. In einem kleinen Dorf gibt es quasi einen Postboten. Wobei, wie gesagt, wenn ich den Postboten persönlich kenne, dann kann ich aber auch sagen, Herrst Korley, wenn ich nicht daheim bin, kannst du das Backel bitte zu dir mit annehmen und ich hole mir es dann bei dir. Vor allem, wenn es vielleicht in irgendwelchen anderen kleinen Dörfern irgendeinen Dorfladen gibt, der als Postdienststelle fungiert in irgendeinem 500 bis 800 Einwohnerdorf, ist das dann aber auch wirklich wurscht. In Wien, in einer Großstadt, kenne ich meine Postboten nicht persönlich und seitdem ich hier in dieser neuen Wohnung bin, habe ich sicher schon von der österreichischen Post mindestens 5 verschiedene Zusteller alleine für Pakete gehabt, die eben zur Tür raufgekommen sind und angeläutet haben, von denen die kleinen gelben Zettel eingeschmissen haben. Ohne das Anläuten will ich gar nicht reden. Und erst eben jetzt in der letzten Zeit ist mir aufgefallen, dass ich glaube 3-mal hintereinander dieselbe Dame angeläutet hat. Aber dass ich jetzt da wirklich sagen könnte, ich kenne irgendjemanden oder ich habe zu irgendjemandem ein Vertrauensverhältnis, das ist absolut absurd. Und dann steht eben beim Standard auch noch ein Nachtrag ganz am Ende. Auf die Anfrage des Standards wurde betont, dass die österreichische Post haftet, falls es zu Problemen kommen sollte. Und jetzt komme ich eben dazu, mir mal ein paar Situationen und ein paar Probleme vorzustellen, die bei so einer Vorzimmerzustellung eintreten können. Und wie gesagt, der Fall, dass dann der Postbote in der Wohnung randaliert oder was flattert, ist in meinem Denken gar nicht drinnen, weil selbstverständlich weiß ich, dass jeder Aufsperrversuch von diesem Smartlock mit dem Smartphone selbstverständlich dann an die Paketnummer geknüpft wird, mit der Zeit und der ID des Zustellers quasi zusammengebracht wird und natürlich kann es sich der Zusteller nicht erlauben, da irgendetwas zu machen, weil die Tatsache, dass er die Tür aufgesperrt hat, das wird definitiv verzeichnet und das wird man definitiv nachverfolgen können. Davon gehe ich überhaupt nicht aus. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, es haben zwar Postler in Wien, ich weiß nicht, wie das in anderen großen Städten ist, haben ja quasi Generalschlüssel, nämlich die, mit denen sie bei den größeren Wohnhäusern zumindest unten hineinkommen, damit sie dann den Zugang zu den Briefkasten haben und dann dort eben die Briefe einwerfen können. Wenn sich aber dieses System herumsprechen würde und einige Haushalte auf dieses System vertrauen würden, dann hätte ein Briefträger bei sich in der Tasche ein Smartphone mit quasi einem Generalschlüssel für zig Wohnungen,
die in seinem Zustellgebiet sind. Und das ist in meinen Augen ein absolut enormes Risiko, weil sobald einmal ein Postler mit einem Generalschlüssel für Wohnungen spazieren wird, kann man dem ja quasi 4 Securities zur Seite stellen, weil falls dann irgendeine kriminelle Bande, die sich auf Wohnungseinbrüche spezialisiert hat, bevor die jetzt anfangen, irgendwelche Türen aufzubrechen und mit schwerem Geschütz aufzufahren, brauchen die quasi in Wirklichkeit nur mehr im Park den nächsten Postler niederhauen und haben plötzlich ein Handy in der Hand, mit dem sie zig Wohnungen öffnen können. Außerdem ist dann natürlich wiederum die Frage, alles, was irgendwie mit einem NFC oder Bluetooth oder was auch immer für eine Technologie es ist, die dann eben zwischen dem Smartphone des Postboten und dem smarten Türlock interagiert, das kann, egal wie gut es gesichert ist, irgendein Hacker ist immer besser, das kann im Fall abgegriffen werden. Selbst wenn es quasi nur der eigene Nachbar ist, der Interesse eben dran hat, irgendwas in der Wohnung des eigenen Nachbarn zu tun, kann mit den entsprechenden technischen Kenntnissen und Mitteln möglicherweise, ja, ich möchte auch nicht irgendeiner Sicherheitsfirma unterstellen, qualitativ minderwertige Produkte anzubieten. Da geht es nicht um eine Unterstellung, da geht es um eine reine Möglichkeit. Vor allem, weil man eben denkt, alles, was irgendeine digitalisierte Technik ist, muss ja dann eben immer gewartet, gepatcht, erweitert, umfunktioniert, umgeschlüsselt und so weiter sein, damit eben nicht diese ganzen Nachbau- und Hacker-Technologien dann irgendwann einmal ebenfalls drinnen sind. Dazu hilft dann im Fall vielleicht die Überwachungskamera, vielleicht aber auch nicht, weil wenn die Wohnung einmal leer ist, weiß ich nicht, was das alles bringt. Auf jeden Fall halte ich das in dem Fall ein bisschen für ein Sicherheitsrisiko für den jeweiligen Postler. Außerdem, obwohl jetzt dann, stellen wir vor, im Artikel vom Standard steht, die Post haftet für etwaige Schäden. So. Jetzt ist aber die Sache, soweit ich das mitbekommen habe in dem System, ist diese Überwachungskamera optional, ist nicht verpflichtend. Wenn ich jetzt ein Package ohne Überwachungskamera habe und sagen wir, ich habe in meinem Vorzimmer eine wunderschöne, sauteure Ming-Vase stehen und die ist dann plötzlich kaputt, sag ich natürlich, nein, das war der Postler, sagt der Postler natürlich, nein, das war ich nicht, das war schon kaputt, wie ich gekommen bin. Und im Endeffekt gibt es eine Situation, es steht Aussage gegen Aussage. Ich habe eine kaputte Vase, kann nicht beweisen, dass es der Postler war, kann aber natürlich in der anderen Sichtweise auch die Vase zusammenhauen und nachher einfach dem Postler unterstellen, dass er das war. Eine Beweisfindung ist in dem Fall unmöglich und damit kommen wir nämlich zum nächsten Problem, meiner Meinung nach der reinen Versicherungsthematik. Weil grundsätzlich ist natürlich der Postbote innerhalb seiner Arbeitszeit versichert. Aber, und natürlich mein Haushalt ist auch versichert und man ist ja mittlerweile mit den Haushaltsversicherungen sogar gegen sogenannten groben Unfug versichert. Also selbst wenn ich mehr oder weniger auf gröbst fahrlässige Art und Weise die Wohnung abfackel, ist das irgendwie in der Haushaltsversicherung drinnen. Jetzt ist aber dann das Problem, wenn jetzt der Postler als fremde Person in meine Wohnung kommt und ich bin beispielsweise, keine Ahnung, gerade irgendwie beim Umbauen und habe zufälligerweise neben der Tür irgendwie ein Backel mit Nägeln stehen und der Postler steigt drauf, tritt sich einen so langen Nagel durch den Fuß durch. Könnte es ja eigentlich sein, dass die Arbeitsversicherung vom Postler dann sagt, na, für das sind wir eigentlich nicht zuständig, weil das ist ganz eindeutig quasi eine grob fahrlässige Handlung von dem Typen, dem die Wohnung gehört. Meine Haushaltsversicherung sagt dann in dem Fall nein, weil die Arbeitszeit vom Postler interessiert uns nicht. Und dann haben wir zwei Versicherungen, die im Clinch liegen. Und was passiert jetzt eigentlich mit dem Nagel im Fuß von dem Postler? Andere Frage, was passiert mit Haushalten, die ein Haustier haben? Wenn jetzt der Postler die Tür aufmacht und die Katze davon rennt, wer ist dafür verantwortlich, wer ist dann schuld? Hat dann der Postler tatsächlich die Pflicht, in diesem gesamten Bezirk die Katze wieder einzufangen und wenn die dann daraus auf die Straße rennt und überfahren wird, wer ist dann schuld dran und vor allem, was kriegst du dann, den Zeitwert von einer Katze? Und damit ist dann aber wieder das nächste Problem, weil natürlich könnte man ja sagen, ja, dann bist du als Wohnungseigentümer bist aber eigentlich dann dafür verantwortlich, dass du eben deine Tiere irgendwie
absperrst und wegsperrst, dann habe ich aber eben wieder das Problem, dass ich das letzte Mal schon in einem Video angesprochen habe, dass während DPD sehr wohl imstande ist, mir in einer App übersichtlich tagesaktuell zu zeigen, welche Pakete sie für mich entgegengenommen haben und wann wahrscheinlich eines davon kommt, dass es so etwas bei der österreichischen Post nicht gibt, außer man fügt in seine Kundenzone manuell jede einzelne Sendungsnummer hinzu, wobei wir ja auch schon eben wissen, dass gerade Leute, die so wie ich an einem durchschnittlichen Tag vielleicht einmal 3 Pakete kriegen, vielleicht nicht von jedem einzelnen Paket eine Sendungsnummer haben oder überhaupt wissen, dass was kommt. Eben gerade ich als YouTuber kriege immer wieder Mystery-Pakete, Überraschungspakete von meinen Zuschauern, wo es quasi Sinn der Sache ist, dass ich nicht weiß, dass das kommt. Also müsste ich quasi, nur damit der Postler im Fall bei der Tür reinkommt, jeden Tag, den ganzen Tag die Katze irgendwo einsperren. Das wäre irgendwie bescheuert. Und damit kommt aber die nächste Sache. Was, wenn ich keine Katze habe, sondern einen Hund? Und der Hund würde dann logischerweise sein Revier verteidigen und den Postler beißen. Wer ist dann in dem Fall schuld? Weil das ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das von dem abgedeckt ist, was der Standard schreibt mit die Post haftet. Weil in dem Fall wäre ja eigentlich ich dazu verpflichtet, dem Postler darauf hinzuweisen, Achtung, da ist ein Hund. Beziehungsweise, dass ich das Ganze mich dann gar nicht für das System anmelde, wenn es das gibt. Aber auch hier, wenn ich nicht weiß, wann der Postler kommt und wann ein Paket kommen könnte, wie sollte ich mich dann entsprechend vorbereiten? Und selbst der Postler an sich, der Postler als Mensch, hat ja auch ein gewisses Recht. Er muss ja auch, wenn er jetzt weiß, er hat 30 Pakete in seinem Auto, dass die er in irgendwelche Wohnungen zustellen soll, möchte der ja irgendwie vielleicht auch die Sicherheit haben, dass er dort nicht von irgendeinem Hund angegriffen wird. Und das ist nur eines der Probleme, weil das, was ich auch gelesen habe, okay, der Postler läutet und wenn ihm niemand aufmacht, dann hält er halt das Handy an das Smartlock. Aber es gibt ja außer ich bin nicht zu Hause noch andere Gründe, warum man vielleicht nicht aufmacht. Vielleicht ist man gerade scheißen. Oder vielleicht ist man gerade im Bad und plötzlich steht der Postler im Vorzimmer und man kommt nackt aus dem Bad raus. Vielleicht ist man gerade nicht alleine nackt, auch das ist irgendwie ein Fall und auch das ist irgendwie eine Situation, wo ich irgendwie ganz gern nicht hätte, dass irgendwer mit einem Postbackel im Vorzimmer steht. Das sind alles vielleicht überwiegend absurde Gedanken und ich meine, ich gehe jetzt nicht einmal so weit, dass ich mir quasi das amerikanische System von dem Ganzen vorstellen. Was, wenn der Besitzer von der Wohnung irgendwie ein fuller Waffennarr ist, der dann am Nachmittag um 14 Uhr schlaft, der Postler steht bei ihm im Vorzimmer, der kriegt Panik und knallt den ab. Ich meine, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert in Österreich, erstens einmal relativ gering und zweitens glaube ich, dass jemand, der einen derartigen Verfolger und einen Wahn hat, dass er Leute einfach abknallen würde, wahrscheinlich nicht sich für die Vorzimmerzustellung der Post anmelden muss. Das ist natürlich schon klar, dass das ein bisschen ein übertriebener Gedanke von mir aus ist, aber ich denke mir, wenn wir diese ganzen Probleme, die da jetzt eben bestehen, uns noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Wie gesagt, ich finde den Grundgedanken, dass die Zustellzufriedenheit und die Zustelleffizienz der österreichischen Post zu verbessern, nicht nur gut, sondern fucking dringendst notwendig. Aber ist es dafür wirklich notwendig, einen derartigen technischen Firlefanz aufzufahren, wenn es eben im Fall einfach heißen würde, man stellt eben zum Beispiel bei einem Wohnhaus von, ich sage jetzt einmal 12 Wohnungen, nicht nur eine Empfangsbox auf, weil da kann ja immer nur die Sendung von einem Kunden drinnen sein, sondern man hat dort einfach 2 und ich glaube, das würde schon einmal einen großen Teil der nicht erfolgreich zugestellten Sendungen abdecken. Oder, dass man bei der Post vielleicht ein bisschen wieder zu dem Konzept, das es früher eigentlich gegeben hat, zumindest dort, wo ich früher gewohnt habe, dass man, wenn der eine nicht da ist, einfach das Paket beim Nachbarn abgibt. Das funktioniert momentan bei so ziemlich allen Zustellern, außer bei der österreichischen Post bei mir. Oder, wenn man jetzt eben wirklich dieses große, glückliche System hat, dass man eben vielleicht irgendwo am Land wohnt und seinen Postler persönlich kennt, dann braucht man ja ebenfalls keine
hocheffiziente technische Lösung, dann kann man sich mit dem Fritzi und mit dem Karli ja die Sachen selber ausmachen. Ob man jetzt, so wie immer das vielleicht vorstellen würde, wenn ich die Zusteller wirklich persönlich kenne, einfach eine Art kleine Hundehütte in den Vorgarten stelle, die mit einem Vorhängeschloss zumache und dem Postler den Schlüssel in die Hand drückt, ist mehr oder weniger dasselbe System, das ich da übernehme, aber ohne eben quasi ein Smart Home zu haben. Und ja, ich bin jemand, der sehr technikaffin ist, aber eben die Skepsis gegenüber einem smarten, digitalen, übers Handy zu öffnenden Türschloss, egal ob da jetzt in der Wohnung oder später vielleicht wieder in irgendeinem Haus, da bin ich sehr skeptisch, eben vor allem, weil ich mir denke, dass alle Algorithmen und alle Zugriffsberechtigungen und Schlüsseln, die dann in irgendwelchen Datenbanken sind, es kann alles gehackt werden, es kann alles veröffentlicht werden, und selbst wenn ich, wie gesagt, keiner der an diesem Projekt beteiligten Firmen irgendeine Art Fahrlässigkeit oder nicht ordnungsgemäße Arbeit unterstellen würde und mich freue, wenn man einige der von mir vorgebrachten Kritikpunkte und Ansätze in den Kommentaren widerlegen und korrigieren würde, ist halt einfach bei mir persönlich momentan noch nicht ausreichend Vertrauen da, um das durchzusetzen. Und ich finde die Idee eben einfach alleine schon deswegen absolut dämlich und absolut absurd, weil man meiner Meinung nach dasselbe, wie gerade vorher erzählt, mit weitaus weniger Aufwand auch betreiben könnte. Insbesondere darf man ja eben auch nicht vergessen, was nämlich aus dem Artikel, den ich da habe, nicht hervorgeht. Wer zahlt das? Wer zahlt für das smarte Türschloss? Wer zahlt für diese Überwachungsgeschichte? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es die Post zahlt. Ich kann mir aber ehrlich gesagt doch irgendwie, ich meine, wie kämen Sie dazu? Ja? Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das irgendein Postempfänger bezahlt, weil solche Türschlösser gehen wahrscheinlich in die Tausende. Man kann für die Überwachungskamera und das ganze System nur ein paar Hunderter rechnen. Und weder für die Post noch für einen Empfänger wird das Paketvolumen und das Aufkommen an Sendungen dermaßen hoch sein, dass sich diese Kosten dann eben auch nur ansatzweise rentieren können. Man merkt es ja eben auch, dass der erste Artikel eben vom Standard, den ich darüber gelesen habe, ist bereits am 12. April veröffentlicht worden, und da hat die Post jetzt eben momentan 100 Freiwillige gesucht, die das Ganze testen wollen, und zwar in Wien, Niederösterreich oder Graz. Und man kann sich bis 23. Mai anmelden dafür, dass es dann zwischen Juli und Dezember 2021 getestet wird. Und nachdem nach 2 Tagen quasi immer noch diese ganzen Artikel stehen, auch auf der Homepage von der österreichischen Post sind mehr oder weniger dieselben Informationen zu finden, auch dort ist noch nicht ein Bass, danke, wir haben alle Anmeldungen. Es würde mich echt interessieren, erstens, würdet ihr, egal wo ihr jetzt wohnt, euch für sowas anmelden, als Versuchskaninchen für so eine Operation? Weil ich habe mehr oder weniger nur das Gefühl, dass sich da gar keiner melden wird, und dass ich das aber eben auch ganz gut nachvollziehen kann, eben weil selbst wenn das jetzt ein halbes Jahr dann bei denen getestet wird und man eben auch von der Post gesagt hat, wie dann eben das letztendliche Pricing dafür ausschaut, weil man das eben auch dann mit dem Alles-Post-System kombinieren möchte, dass dann halt eben die Post alles zustellt, und selbst wenn eben jemand wie ich Pakete von Post, DPD, GLS, UPS und so weiter empfängt, dass das dann eben alles vom Postler ins Vorzimmer gestellt wird, ist interessant für alle anderen außer mir, weil ich persönlich wäre eher für ein Alles-Außer-Post-System, weil, wie gesagt, die Zustellung von der österreichischen Post die einzige ist, die meiner Meinung nach nicht ordnungsgemäß funktioniert, zumindest bei mir. Aber es ist ein einerseits wirklich zukunftsorientiertes, futuristisches System, wo man der Meinung sein kann, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht und wirklich was überlegt. Andererseits komplett überzogener technischer Mumpitz mit absurdem Gefährdungspotenzial für alle,
die daran beteiligt sind. Und da würde mich jetzt ehrlich gesagt echt eure Meinung interessieren. Natürlich von allen Zuschauern auf dem Kanal, vielleicht tatsächlich auch von irgendjemandem, der bei der Post, bei Nuki oder bei A1 tätig ist und mir weitere Informationen zu dem Thema geben kann. Würde mich sehr interessieren, würde natürlich auch gerne weitere Videos zu dem Thema machen, falls es irgendjemanden interessiert. Aber wie gesagt, falls es irgendwas gibt dazu, einfach in die Kommentare damit und ich sage danke fürs Zuschauen.